Resultat neben keine Bedeutung hat. Das ist sehr oft so. Die Vorbereitung ist die Vorbereitung, die Meisterschaft ist die Meisterschaft und hier und jetzt, ab diesem Moment, gilt es ernst um die ersten. Jakovenko an der blauen Linie zieht den Pass vor, dann die Möglichkeit Nachschuss und Stefan mit der Parade, die Scheibe immer noch heiß. Währenddem kommt die Scheibe noch einmal zurück zu Siedler. Frick mit dem Pass und dann fällt hier das 1:0 durch den Neuen, durch Mika Salomäki. Nikovac aus Örebro, finnische Internationale, Salomäki nicht im WM-Team. 2:21 sehen wir noch einmal die Wiederholung. Frick, dann der Ablenker und Salomäki steht genau goldrichtig und bringt Lausanne mit 1:0 in Führung. Löw genau verdreht, was erstaunlich gegen dieses Lausanne. Schön hier auch die Querpässe und ein wunderbares Tor zum 1:1 von Kessler hier. Der Ausgleich. Tino Kessler mit dem verdienten Ausgleich. Wunderbar die Stafette hier zwischen Löw, Lars Brunner auf der anderen Seite und dann ein bisschen Glück in dieser Situation für Kessler an den Schlittschuh. Vielleicht hat er das sogar irgendwo auch versucht, weil der und der EHC Biel powert weiter mit dem Treffer für Forster, gleich nachgelegt, 2:1 für die Seeländer, die hier in Führung gehen. Und Lausanne lässt den Gegner schalten und walten, wie es nur so geht und passt. Ja, Beat Forster mit einem seiner wirklich seltenen Treffer. Haben die Möglichkeit, irgendwie durchbeißen. Raffel. Dann wird hier Satteri unglücklich in einen Zweikampf verwickelt. Ein Lausanner, der in den finnischen Keeper reinfällt, fährt oder wie auch immer. Sehen wir es noch einmal. Raffel legt zurück. Dann ist es Raffel selber, der hier in Satteri reinprallt. Aber jetzt da für dieses Überzahlspiel Hofer, Haas, Kessler sucht die Anspielstation, findet sie in Haas. Feiner Ablenker. Ein Meisterschaftsspiel gegen Servet Genf. Das Drittel war aber noch nicht vorbei, als die Bieler die neutrale Zone offen gelassen haben und Odette, der neue Kanadier, der profitiert hat von einem mustergültigen Zuspiel von Salomäki. Setteri hier keine Chance in der Abwehr gelassen. Satt auf der rechten Stockhandseite von Harry Setteri vorbei. Im Großen und Ganzen die Physiognomie des Spiels gleich geblieben. Mehr Scheibenbesitz beim EHC Biel. Sehr offensiv. Mutig, wie sie hier antreten. Haas holt sich die Scheibe gegen Stefan Gnabnik. Stefan aus dem Kasten und Olofsson mit dem Treffer. Der Mut, der belohnt wird. Die Bieler sehr, sehr offensiv. Auf der Forecheck hier mit dem 3:2. Jesper Olofsson mit seinem ersten Treffer im ersten Spiel
der neuen Saison für seinen neuen Club, für den EAC Biel. Aber sauber herausgespielt, Querpass. Stefan kommt aus dem Kasten, weil seine Vorderleute die Scheibe liegen lassen, verlieren in der Vorwärtsbewegung. Da riskiert Tobias Stefan Kopf und Kragen. Alleine kann es dann auch nicht mehr richten. Und Ratgeb und Kennins, die beiden haben sich auch gefunden. Der kommt davon. Biel unspediert. Und was sie nicht sehen können, ist, dass das Tor verschoben ist. Jetzt hier im Bild bei Harry Sertery. Die Zeit läuft. Ria. Eineinhalb Minuten noch. Klauser, Ria. Querpass, Direktschuss. Und dann geht die Scheibe hier nicht mehr. Flieger auszuwechseln, nächster Schuss, dann noch einmal der Nachschuss, 3 Sekunden, Scheibe hinter dem Tor, nicht im gefährlichen Eis, und jetzt ist dieses Spiel zu Ende, das einen Gewinner